So, und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Elden Ring. Ich habe offscreen ein bisschen mit Controller geübt, weil Controller ja so viele Vorteile hat. Problem ist, dass ich mit Controllern nicht so ganz warm werde, also noch viel üben muss. Ich bin aber auch nicht der Typ, der irgendwie eine Konsole da hat. Ich habe früher mal auf der PlayStation 1 und 2 gespielt und auf dem Super Nintendo und auf einem ziemlich alten Gameboy. Deswegen, also klar, wenn ich jetzt die PlayStation 4 oder vielleicht sogar 5 schon da hätte und würde da jeden Tag ein, zwei Spiele drauf spielen, dann wäre ich da affiner im Controller steuern. Dadurch, dass ich aber gefühlt die letzten 10 Jahre mindestens nur am PC gehangen habe und PC meine vorherwiegende Plattform war, schwierig. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen gucken. Und was wir jetzt mal schauen, ist, wir gucken uns mal auf die... Ja, scroll out mal wieder. Beim Controller ist das so tick, 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 tick und hier so ui, 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 ui. Also es ist sehr, sehr, sehr krass vom Scroll-Empfinden her. Aber an dieser WASD-Steuerung merkt man schon, dass es eher auf Controller ausgelegt ist. Ich kann jetzt die Bubble hier nicht mit der Maus anwählen und ich kann sie auch nicht verschieben. Also für jemanden, der jetzt rein Maustastatur spielt, ist es natürlich schwierig. Wenn man Controller dann gut kann, dann ist das ganz okay. Gehöre ich jetzt aber nicht dazu. Das Teleskop ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das Teleskop ist sogar eingezeichnet. Cool. Ich würde jetzt mal noch die Ecke da hinten anschauen wollen. Die haben wir uns nämlich noch nicht angeguckt. Und dementsprechend reite ich mal, wir reisen einfach mal schnell zur Hainhöhle. Da sind wir am nächsten dran. Ist da Stimme mächtig? Und dann gibt's noch so ein paar To-Dos. Dadurch, dass Elden Ring kein Questlog hat, schreibe ich mir Quests auf einem Blatt Papier. gut, man wird jetzt auch nicht wie in anderen Rollenspielen mit Quests überschüttet. Also bisher habe ich eine einzige, das ist recht überschaubar. Trotz alledem, bei der riesigen Spielwelt ist nicht auszuschließen, dass da dann doch noch ein paar kommen und wir entsprechend dann was übersehen. Auf jeden Fall habe ich ein paar Monster gekillt und dementsprechend mein Score um ungefähr 2500 erhöht, im Gegensatz zum gestrigen Stream. Ansonsten bin ich jetzt aber nicht irgendwie krass vorangeschritten, sondern habe nur eigentlich das Anfangsgebiet hier ein bisschen durchkämmt und den Troll nochmal besiegt. Ja, und diese Statue da oben, ja, ich liebe diese Libellen. Es gab auch ein Update, das soll die Framerate ein bisschen anheben. Ja, die sind halt so klein, die Viecher. Ja. Also ich meine gerade auch wieder Mikro-Ruckler gehabt zu haben, nur bei dieser kleinen Libelle da und so. Es ist aber auch immer schwer einzuschätzen. Natürlich, wenn man jetzt ruckartige Bewegungen macht, dann sieht es immer irgendwie komisch aus. Die Fackel hat uns da gerade Damage gemacht, ja? Die war doch nicht mal an uns dran. Diese Schinknien kann ich sie noch schlechter treffen. Ah, die haben halt Angst, abgeschlachtet zu werden. Obwohl es Untote sind. Da oben ist noch einer. Ja, okay, da war jetzt ein Treffer da, erst beim Pferd und dann bei mir, weil er sich reingedreht hat. Und schaut mal hier. Schaut doch interessant aus. Was schreiben die Leute? Zeit für dies, Nacht und dann Tür. Okay, wir sind jetzt beim Tag. Mal halt mal schauen, ob jetzt Sturmfuß-Katakomben, was jetzt hier bei Tag passiert.
Neuer NPC. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Okay, also er will jetzt im Prinzip genau das bei Nacht anteasern. Das heißt, wir gehen jetzt auf Nacht. Gehen auf Nacht. Und hier übrigens mit den Zaubern, das sind wirklich, also deswegen sind die in dieser Zauberkategorie, ja. Das ist jetzt, es gibt halt die normale Magie, dann gibt es Beschwörungen und so weiter und so fort. Und für alles brauchen wir halt den Zauberstab. Deswegen brauchen wir mal noch einen Zauberstab. Das dann entsprechend zu machen. Bei der Kriegsasche wäre es auch mal noch interessant, mal einen anderen Skill zu probieren. Wir haben ja jetzt hier Gravitation drauf. Den fand ich jetzt nicht so geil. Mir würde mal der heilige Krummsäbel gefallen. Dann haben wir nämlich hier auch heiligen Schaden drauf. Das heißt, der macht jetzt körperlich, macht er jetzt weniger. Der hat da jetzt im Prinzip was verloren. Ich weiß jetzt nicht, gegen was heiligen Schaden gut ist. Da fehlt mir halt wieder mal das Wissen. Und generell. Alles halt Controller. Normalerweise würde ich jetzt ja so, ne, Maus-Tastatur wäre jetzt halt Track-and-Drop-mäßig schnell, das zu switchen. Controller-Steuerung ist halt, ich gehe hier rein ins Menü. Jetzt hat er es geswitcht, okay, ist auch okay. Das ist jetzt nicht die Sache gewesen, sondern das hier. Genau, und jetzt haben wir diesen Effekt aktiviert. Jetzt schauen wir halt einfach mal. Wow, fuck. Die Viecher, ich hasse sie. Gleich zwei. Okay. Da bin ich jetzt zum ersten Mal erschrocken. Das ist der falsche Trank. Zum ersten Mal erschrocken in Elden Ring. Das ist okay, würde ich sagen. Oh, da ist ja noch einer. Also diese Viecher, die gehen mir echt auf den Nerv, weil die sind klein. Es ist dunkel, wie gesagt, durch Softboxen noch mal dunkler als bei euch. Schwierig für mich da manchmal was zu sehen. Klar, ich habe jetzt hier auch die Fackel. Bringt mir halt nichts. In anderen Spielen kann ich halt eine Fackel, wenn ich die Waffe ziehe, auf den Boden schmeißen. Dann leuchtet es halt wenigstens noch halb. Dafür gibt es jetzt hier die Leuchtsteine. Ah, hier haben sie es auch geschrieben. Vorsicht vor Überraschungsangriff. Ja gut, ich habe die Dinger halt nicht gelesen. Ist das eine Schatztruhe? Ich glaube nicht, oder? Ich sag mal so, wir haben jetzt schon... Ja, wobei, wir haben einen Trank zurückbekommen. Wobei, wir müssen noch einen trinken. Tendenziell können wir auch einfach nochmal warten. Bis Nacht. Und die zwei Viecher halt nochmal machen. Weil es ist jetzt sinnlos, da jetzt schon mit zwei Tränken zu wasten. Ein paar Sachen habe ich mir minimal auf YouTube mal angeschaut. So Anfänger-Tutorials und so. Und worauf man achten sollte. Da ist mir ja dann doch manches entgangen. Warum ist auf einmal so hell? Der zweite, der hockt da auf der alten drauf. Der steht da offensichtlich. Na toll. Irgendwelche Sachen werfen können sie auch. Ja, da hat er jetzt irgendwie Schiss gehabt. Aufgeladene Schläge brauchen halt leider Gottes ein bisschen. Weiter. Aha, eine Brandbombe hat er auch. Ja gut, das werden nie meine Lieblingsfeatures sein. Ich habe halt jetzt, man könnte die mal mit zwei Händen probieren. Man könnte die auch mal mit zwei Schwertern probieren.
Unten dürfte dann jetzt eh schon der Bossraum sein. Das sehe ich an dieser, an der Herbeirufungsreserve. Und die müsste jetzt für die Wölfe hier da sein. Wollen wir mal schauen. Dass ich die dann da drin rufen kann, soweit ich das verstanden habe. Es geht nämlich nur an bestimmten Orten. Fernkampf versuchen. Erstens Hebel und dann Tür. Ist der Hebel da? Soll das ein Hebel sein? Das ist ein abstehender Stein. Nee, warte mal, ein Hebel ist ja. Hebel. Mal. Gleich im anderen Raum, würde ich mal sagen. Weil die Hebel, die wir bisher gesehen haben, die waren ja doch relativ auffällig. Schaut auf jeden Fall cool aus, die Tür. Und die zwei Typen davor, vielleicht ist das ein Magier-Gegner. Den oben. Ach da. Ich dachte erst die Statue. Ach so, ja, okay. Mal neue Bolzen ausrüsten. Ich nicht ganz verstehe. Hier macht er jetzt. Der hat ja beim Reittheater zum Beispiel rangezoomt, ja, beim Bogen auch. Bei der Armbrust kommt es mir so vor, als könnte man da nur auf dem Reittier ranscopen. Steht da irgendwo. Dann wollte ich die jetzt nicht. Ich wollte schauen. So. Sind ja eigentlich schon die Werte mit. Ja, das normale Geschichte. Z ist die einfache Ansicht. Das brauchen wir auch nicht. Ja, wir sind jetzt auch im Ausrüstungsmenü. Wir müssen dann eher hier schauen. Hat echt noch viel rausfinden dabei. Schwarze Armbrust mit langem Lauf ist dank ihrer hohen Reichweite aber schon sehr beliebt. Ja, hier steht halt nichts davon, kann nur auf Dings verwendet werden, aber es ist doch mit dem. Ich hatte es ja auch schon mal probiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal hergehe und sage, ich mache das jetzt mal alles weg. Dann kann ich da trotzdem nicht aimen. Genau. Der Schuss geht halt immer relativ gerade. Also diese Armbrust wundert. Also die verwirrt mich einfach nur. Schon komisch. Egal. Wird sich irgendwann noch zeigen. Es steht halt nichts da. Und er aimt halt nicht. Normalerweise ist Rechtsstick halt aimen. Man kann ja auch mal nach rechts packen. Sehr rechts. War jetzt da, dann packen wir es mal auf die anderen Slot. Und ist ja. Hier ist ja genau. Hier ist Nahkampf, Fernkampf, zack, zack, zack. Dann machen wir das mal dahin. Naja, gut. Kurz gucken, ob wir den Typ getroffen haben. Die ist ja jetzt auch auf dem richtigen Slot. Also daran kann es halt auch nicht liegen. Nehmen wir unser heiliges Teil. Bild brauchen wir noch. Können wir mittlerweile das anlegen mit 100.
Ah, Magier. Ding, ding, ding. Haut an alle Richtungen. Fackel brauchen wir wieder. Nehmen wir in die rechte Hand. Weil dann können wir zumindest blocken und zur Waffe switchen. Das macht für mich pauschal extrem viel Sinn. Gräber, Tallilie. Boah, das ist ein kleines Crafting. Könnten wir jetzt auch nachschauen. In den A schauen. Goldschimmer und Dockholt, auch geil. Abfeilchen. Haben wir doch jetzt eigentlich erst zweimal gefunden. Scheint kein Herstellungs... Ach hier. Verstärkungsmaterialien. Verstärkt Asche auf plus 1. Schaut nach einer Falle aus. Erstmal einen Trank noch trinken. Das wieder. Oh, fuck. Kam der denn jetzt her? Stand er da hinten in der Ecke oder was? Ich brauche hier wieder alle Tränke, um überhaupt da reinzukommen. Da wäre es vielleicht sogar sinnvoll, mal wieder neue Tränke zu holen. Jetzt haben wir schon vier Tränke nur für den Scheiß hier reingebraucht. Wir wissen jetzt, dass hier zwei Monster sind und zwei davon. Ist ja dann doch recht überschaubar und die zwei davon werden vielleicht gar nicht mal getriggert. Welchen Hebel die jetzt mal. Ach so, warte mal. Es ist Nachtanbruch. Ah, Nachteinbruch ist Nacht. Gehen wir hier einfach nur straight rum. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass das hier ein Hebel ist. Also ein Knopf, besser gesagt. Hier drin hatten wir jetzt zwei Viecher. Oder oben. Von wo kommt denn der bitte her? Hing da oben an der Decke oder was? Geht das eigentlich auch durch blockende Schild durch? Naja, klar, ich meine, wir haben nicht die volle Fläche. Edekopf, hallo. Wieder mal so ein Magier, so ein zeitgenössischer alter Magier. Schauen wir mal. Inventar, der Redekopf, sagt mit menschlicher Stimme Hallo. Hallo.
Okay. Wollen wir jetzt ausrüsten oder was? Ja, tatsächlich. Ja, das, ich meine, das brauchen Spiele nicht unbedingt, aber das ist natürlich schon was Witziges. Zeit für dies, Freude. Ah, ich hoffe, da hinten ist nur einer drin und nicht zwei. Da oben hängt ja noch einer. Na toll. Drei sogar. Vier. Lass mich doch meine Wölfies beschwören. Ich will nicht. Ich meine, gut, wenn man einmal da unten war, dann habe ich den Loot dort bekommen. Also ob ich die Viecher dann nochmal kriege, ich muss halt dann meine Materialien entsprechend einsammeln. Okay, uns hat jetzt scheinbar nur einer mitgekriegt. Schon gut. Ausrüsten. Wetten, die warten darauf, dass ich einfach diesen Tür nehme. Weiß nicht, worauf die warten. Hängt ja noch einer. So, nochmal zusätzlich zu den jetzigen. Ah, jetzt kommen sie auf einmal. Shit. Ja, also zwei von denen sind halt nicht ganz so feierlich. Und wir haben jetzt schon wieder eine relativ kritische Anzahl von Zeugs. 1000, 7000 oder so, da kann man schon wieder ein Level davon kriegen. Die gilt es jetzt halt wieder zu holen. Hängt da oben.
Ist das Ding jetzt deaktiviert oder was? Ah, nice. Gegner sind ja sogar mal relativ gut zu sehen, also da habe ich jetzt eher nicht so das Problem erkannt. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Plan, was da oben ist. Es ist absolut ungewiss. Ein Gargoyle. Was so leuchtende Augen? Ah, da ist noch ein. Der war jetzt stärker als die anderen. Na komm her. Asche der Wanderadligen. Sehr schön. Jetzt haben wir eine zweite Beschwörung gefunden. Die Leute immer mit ihrem verborgenen Pfad. Ja, es gibt unsichtbare Wände. Das Ding ist... dass das meiste, was die hier so hinterlassen, halt getrollt ist. Die wollen dann halt, dass man sich jetzt hinstellt, irgendeine Geste macht. Hat aber effektiv jetzt keinen Einfluss darauf und es sieht jetzt auch nicht, sieht relativ gleich aus. Ja, wir haben jetzt noch zwei Tränke. Da unten wird wohl ein Boss kommen, oder? Ach so, hier sind wir ja raus, hier sind wir reingekommen. Und jetzt machen wir im Prinzip den Hebel. Dunkelheit hat mal wieder zugeschlagen. So, und jetzt, bevor wir den Boss da machen, würde ich sagen, investieren wir unser Money erstmal gescheit. Auslaufen, weil es kann nicht sein, dass die uns noch sehen. So. Genau, wir investieren jetzt erstmal die Punkte gescheit. Den Hebel haben wir ja aktiviert. Solche Sachen werden ja jetzt nicht
nicht resettet. Und wie gesagt, ein Stufenaufstieg finde ich ganz sinnig. Wir rollen aktuell schon mal langsamer. Gleichgewicht maximales auch. Ah, die Kondition erhöht das. Kondition erhöht das. Da müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt aktuell haben wir 39,9 Meter. So, hier unten können wir jetzt nochmal G für Hilfe machen. Wollen wir Erklärungen haben. Das Gesamtgewicht ausgerüsteter Waffen und Rüstungen. Je größer das Gewicht, umso langsamer eure Bewegungen. Wird das maximale Ausrüstungsgewicht ganz rechts überschritten, bewegt ihr euch extrem langsam. Das heißt, wir könnten entsprechend jetzt auch mal auf Ausdauer skillen, so dass wir da... Was Ausdauer? Konditionsskillen meine ich natürlich. Dann erhöht sich da der Wert leicht. Der Maximalwert. Und dann müssten wir wiederum ein bisschen wegkommen von diesen. Aber unsere Rollen sind jetzt schon relativ langsam, ja. Jetzt haben wir hier, was hat am meisten Gewicht? Das Ding hat eher am meisten Gewicht. Ablegen. Also ja, ne, wollen wir dazu noch irgendwas sagen? Das ist es auf jeden Fall nötig. Können natürlich auch das alte Aristokratenhemd anlegen. Mit dem können wir zumindest schnell ausweichen. Das bietet uns ein bisschen Schutz. Ich verglichen mit der Rüstung jetzt weniger. Aber wenn wir dafür jetzt erstmal wieder sprinten können. Ich glaube auch das normale Laufen ist schneller. Na, ganz toll. Amma. Das Ding ist halt, wenn du da drin nichts siehst. Schlecht, ganz schlecht. Ah ja. Ach so, das ist nur der Vorhang. Halt. Bosskampf also. Are you ready? Der Held schaut jetzt nicht so ready aus. Wie viele Münzen haben wir jetzt eigentlich noch? Jetzt haben wir 3400. Ist natürlich auch nicht so geil, wenn man das jetzt wiederum verliert. Es gibt tatsächlich, also es ist jetzt nicht viel, ja, das ist halt ein, zwei Dings, aber hier tatsächlich. Hier aus nicht möglich, da muss man rennen. Jedenfalls gibt es eine Sache, die wir noch ignoriert haben. Und zwar die eine Person, mit der kann man mehrfach reden. Und die gibt einem dann auch Stuff. Das wäre halt entsprechend da oben. Genau, mit der müssen wir mehrfach reden und dann gibt die uns was. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think.
the little un. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Gut, ich hab's jetzt mal aufgeschrieben. Die Puppen im Schloss grüßen. Ob das jetzt eine offizielle Quest ist, weil ich jetzt nicht sagen konnte, jawohl, das mache ich. Da stelle ich mir halt gerade die Frage. Genau, wir gehen jetzt mal ins Inventar. Und haben ja jetzt hier zum Beispiel noch Wanderadligen bekommen. 5 Stück. Ja, ihr wisst, die sind relativ langsam. Eine Geisterqualle. Die Wanderadligen haben auch nur 28 Punkte. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die 3 Wölfe tatsächlich am stärksten sind. Wir werden jetzt aber trotzdem mal die anderen noch mit ausrüsten. Das heißt, wir machen den da. Die Beschwörungen, ich würde die eigentlich auch gern oben haben. Ja, also weil oben habe ich bis jetzt noch nichts, aber soweit ich da verstanden habe, kommt da Magie hin. Schauen wir mal. Bin ich gerade noch am Überlegen. Bei dem Kriegsmeister können wir noch mal schauen, ob es da irgendeinen niceen Spell gibt. Also Bluten ist ganz angesagt. Den scheint man aber nicht kaufen zu können, sondern den findet man eher. Und oh my goodness. Ja, der tut uns schon mal two-hitten. Ja, bei Nacht kommen andere Monster zum Vorschein. Den können wir aber, denke ich mal, blocken. Psst. Hello. Okay. Glad to see you safe. Here to learn a battle art or two. Vielleicht können wir jetzt nur so lange von ihm Sachen kaufen, wie er noch nicht, wie es nicht Nacht ist. Und wenn es dann Nacht ist, dann ist er im Prinzip tot. Also wenn wir ihn gekillt haben, dann ist er nicht mehr da, so rumzusagen. Bin mir bei Beharren nicht ganz sicher. Ist das vielleicht das gleiche, was der Reiter eingesetzt hat mit seinem Schild? Den Schrei kenne ich ja schon. Verwendung mit Nahkampfwaffen. Ja, wir kaufen das einfach mal. Es schadet nicht. Wir können es mal ausprobieren. Ja. Und wir verlieren vor allem unsere Runen nicht. Wenn wir jetzt hier gemerkt haben, dass es hier einen Boss gibt bei Nacht, dann würde ich sagen, gehen wir den doch mal an. Wenn wir schon mal hier sind. Es gibt ja hier keine anderen Möglichkeiten. Also okay, jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Da muss es wirklich späte Mitternacht gewesen sein. Es ist ja jetzt doch etwas heller. Ja, okay. Dann gehen wir in die Sturmfuß-Katakomben.
Der Magier da auf dem Bild schaut auch cool aus. Naja, schauen wir mal. Viel zu verlieren haben wir jetzt an der Stelle nicht. Wir haben volle FP. Wie viel FP haben wir denn überhaupt? 74, ja. Das passt ja von dem. Ja. Ah ja, genau. Jetzt können wir sie sammeln. So, ich wette, die kann einen Schlag von oben, ja. Wäre doch auch interessant, wenn... Okay, mit ihrem Springen kann sie auch, ja, okay. Ja, die ist auf jeden Fall machbar. Aber wir haben jetzt leider schon zweimal Damage bekommen und haben jetzt nichts mehr. Jetzt bin ich selber mit reingelaufen. Jetzt können wir mal, aber relativ einfach, ja. Jetzt können wir mal noch die Qualle ausprobieren. Ich weiß nicht, ob die da direkt in Angriffsmodus geht, weil wir kennen ja die Quallen schon. Ja, wir hatten die Quallen schon an dem Strand. Keine Ahnung. Werden wir sehen, was die kann. Erstmal unser Dings dann relativ zeitnah wiederholen, aber das Vieh ist jetzt auch nicht allzu schnell, also der Sprung ist auch okay. Ah, die geht tatsächlich direkt den Griff über, macht aber nur 7. Springen, springen, springen. Also rollen meine ich, sie springt. Ah, war nicht so geil. Nein, nein, nein. Oh my goodness. Okay.
Asche der Zauberadligen. Ah ne, ach, das ist ja ein Kernschuh. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die hier so schreiben. Hatte nicht erwartet, dass Rumpf. Erstens. Lass mich raten, ist jetzt das Maximum bei 9.909. Ja. Tick. Das sieht doch eher mal aus, als könnte man dahinter. Schade, das wäre natürlich jetzt cool gewesen, wenn man dann jetzt einfach hochspringen und gerade da oben diese größere Stelle. Eine Kerze, okay. Ah. War jetzt auch nicht so schwer. Mich würde interessieren, wenn sie die ganzen Säulen des Gemäuers kaputt macht, ob das dann zusammenstürzt. Man dann entsprechend tot ist. Und ob dieser, jetzt schauen wir uns mal gleich die Stats an von diesem Zauberadligen da. Weil es ist halt ein einziger, ja. Und die sind halt auch nicht so schnell. Im Laufen. Und bei Ausrüstung können wir direkt hinpacken. Guck, der kostet nur 11. Wenn man als erstes mal hier gewesen ist, okay, aber... Aber auf jeden Fall ein cooles Dungeon. Zeit vertreiben bis zum Morgen. Wobei, wir sollten mal mehr bei Nacht unterwegs sein, tatsächlich. Weil dann können wir mal validieren, ob es hier irgendwie noch coole Sachen gibt. Wie viel Dings haben wir denn jetzt aktuell gerade? 1600. Naja. Hätte er jetzt mehr geben können. Na, da ist das Grab eines Randvolkshelden. Das haben wir freigeschalten. Das müssen wir noch machen irgendwann mal. Kann man da eigentlich hinreißen? Ne, da kann man Marker platzieren. Okay. Bei der Kirche hier, da können wir ja schmieden. Und zum Beispiel auch unser Schild verstärken. Ahaha. Was ich mich halt frage, wenn ich jetzt zwei Schwerter ausgerüstet habe. Ich kann jetzt von dem zweiten Schwert nicht den Skill aktivieren, oder sehe ich das falsch?
Wäre nämlich noch extrem cool, wenn man dann den anderen auch benutzen könnte. Des Weiteren haben wir uns da oben noch nicht umgeschaut. Dieses ganze Plateau gehört ja auch noch uns. Also ist noch auf unserer Liste zu machen, besser gesagt. So, und jetzt schauen wir uns mal die Eldenring-Nacht an. Ist bestimmt dann wieder erschrecken. Goldene Saat da unten, die haben wir ja schon mal eingesammelt. Aber jetzt haben wir halt schon so viele Items da unten. Dass es halt schon schwierig zu switchen ist. Aber wir können ja ein paar ablegen. Also die Wanderadligen, die sind halt langsam. Ja, den Zauberadligen, den können wir mal noch ausprobieren, weil wir den noch nicht ausprobiert haben. Aber ich finde, die Wölfe sind dann schon das Nonplusultra. Sind halt einfach am stärksten. So, ich lehne mich mal ein bisschen vor. Da oben sind Quallen, da werden wir mal noch hingehen. Ah, eine Eule. Frage ist eher, wie man da hochkommt. Ach, das ist da oben vor dem Tor. Ja, okay, fair enough. Da müssen wir auf jeden Fall mal noch hin. Schauen wir uns erstmal das Plateau hier an. Ist bei Nacht natürlich ein bisschen, naja, schwieriger alles. Ja, die Wildschweine, die werden aggressiv, wenn man in der Nähe von denen ist. Nein, 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 ahaha, ganz knapp, ganz knappe Kiste. Schauen wir uns erstmal an, was wir da bekommen haben. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. So, und ich glaube, hier wird es wieder einen neuen Boss geben. Geste voraus. Ja, okay, das ist braucht man jetzt nicht unbedingt, selbst wenn man da Multiplayer was macht. Naja.
So, und da drüben haben wir wieder unsere Lieblingsviecher. Ah ja, hier, der steht jetzt auf. Ich dachte eher, es wäre der jetzt, aber dann ist es halt der. Frage ist, was der jetzt kann. Schon mal weit ausholen, ist aber tendenziell gehandicapt wie die anderen Riesen. Ihre Kampfweise kennen wir ja schon. Okay, sehr einfacher Typ, einfach nur ein bisschen anders dargestellter Typ. Beine versuchen, ja, das kennen wir, wie gesagt, das ist 1:1 derselbe Gegnertyp. Nur anders designt und eine andere Waffe. Statt den Schwertern hat der jetzt hier so eine größere Axt gehabt. Schon geil, wie hier diese Würmer da als Lichter benutzt werden. Wir hatten meistens bloß Ruinenfragmente dabei, ne? Apropos Ruine, ne, warte mal, das ist hier. Genau, da drüben steht der Riese. Aber hier gibt es trotzdem ein extra Gebäude. Sind die her, Alter? Die schreien da. Okay, dass sich hier aber noch drei Wölfe aufgehalten haben, habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Und da unten hatten wir jetzt wieder mal so einen Typi. Wache. Eine von den heftigeren. Die müssen wir auf jeden Fall backsteppen. Einer mit dem Zweihänder. Ah, und da oben steht der Riese. Weitschuss-Talisman. Zack. Erhöht die Schussweite für Böden. Erhöht die Resistenz gegen Heiligenschaden.
sind die beiden letzten, die wir so gefunden hatten. Ja, ich bin geklappt. Scheint man jetzt leider nicht hochzukommen, auch wenn es ein Turm ist.